Kurz vor Weihnachten schaute das Urgestein der deutschen Musikgeschichte Heino am Münchner Viktualienmarkt vorbei. Glühwein und Fototermin waren aber nicht die einzigen Gründe, warum Heino nach München anreiste. Wir sammeln hier für ein Herz für Kinder. Wer einen Glühwein haben möchte und einen Punsch haben möchte, kaufen. Und das Geld kommt an armen Kindern zugute. Trinken Sie selber gerne Glühwein? Sehr gesprächig war der Sänger nicht. Aber zumindest machte er dem einen oder anderen Fan eine große Freude. Glühwein kriegt man ja nicht jeden Tag von Heino serviert.